Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Ich spiele mit dem Biber. Ich spiele mit dem Biber. Ich spiele mit dem Biber. Warum ausgehen und Geld ausgeben, wenn Sie stattdessen zu Hause bleiben und Geld gewinnen können? Servus beieinander, hier ist Alicante TV und wir sind Austria Project! So. Benny Steinbach, der Verfechter und eigentliche Erfinder des Songs ohne Refrain. Wie passiert sowas? Macht man das absichtlich? Ali, servus erstmal, danke, dass ich da sein darf. Oh, diese Höflichkeit. Ja, freue mich sehr für die Einladung. Dürfen wir es gut. Du spielst gut, du singst gut, das weiß ich und das werde ich mir jetzt dann auch gleich anhören. Aber ich weiß, dass, wie ich dich mal gehört habe, gesagt, Herr Kruzifix, der Typ, der schreibt wunderbare Lieder, aber der hat es entweder nicht nötig, Refrain zu schreiben oder ich habe nicht gehört. Ich denke, das passiert immer mal wieder, dass man eine Line aufbaut und da auch wirklich drauf bleiben will. Also ich finde das kein Fauxpas in dem Sinne. Ist ja auch immer die Frage, was willst du transportieren? Und es gibt natürlich ein paar Songs, wo ich sage, ich will da auf der Linie durchmarschieren. Ich baue natürlich einen Hook ein, wo ich sage, das kommt wieder, so wie ich es beim Refrain oder beim Chorus auch habe. Aber ich muss es jetzt nicht nochmal explizit pushen, weder melodisch noch irgendwie absetzen, sondern es ist dann vielleicht einfach eine kleine Textlinie oder sowas. Also das ist keine, wie sagt man, kein Kunstgriff, um, was weiß ich, dem zu entfliehen, der dem Marktgeschehen, also du hast nicht absichtlich gesagt, ich schreibe Songs, in denen Refrains vorkommen, die auch der Alikan raushört, sondern das passiert einfach. Wie passiert denn so ein Schreiben eines Liedes bei dir? Auch da ist es ganz unterschiedlich. Natürlich ist es sehr häufig so, dass man was nach außen transportiert, also für viele, auch für, ich schließe mich damit ein, es ist ja Ventil, auch ein bisschen die Sachen, der eine andere geht boxen, der nächste geht laufen, der andere isst Schokolade, was auch immer. Ich muss da irgendwie Musik machen, gleich in welcher Form. Und natürlich entspringt da viel den Dingen, die man selber erlebt hat, wobei ich sage, so auch in der Eigenschaft als klassisch sagt man ja Singer-Songwriter, sehe ich mich schon immer auch grundsätzlich so ein bisschen als Außenseiter, und da ist die Sache ganz interessant, weil du als Außenstehender, was ich auch bewusst mache, da noch die Beobachtungen der anderen Menschen einbringen kannst. Das heißt, im Endeffekt fließt da nicht nur das mit ein, was eben aus mir selber kommt, sondern ich versuche da schon mit einzubeziehen, was ich gesehen habe, wie ist es den anderen Leuten in ähnlichen Situationen gegangen. Also jeder hat mal einen Down und so weiter und so fort. Ich wollte es eigentlich ein bisschen praktischer wissen. Bist du erst bei der Text da oder die Musik? Das ist ein Klassiker an Frage. Ich muss mich wiederholen. Also es ist mal so, mal so. Es ist ja auch nicht so, dass du dich hinsetzt und du bist der Schlagzeuger. Ich schreibe keine Lieder. Da ist es ja gut, aber da ist es ja auch so, dass du vielleicht mal gebeten wirst, leg mir da mal eine Line, mach mir da mal was drunter mit Wumms. Und dann sitzt du auch erstmal da und irgendwann kommt einfach so beim Spielen irgendwas hoch. Also es ist ganz unterschiedlich. Vielleicht schreibe ich einfach nur so einen Text für mich auf und entlehne dann im Text die Lyrics, also den Text zum Singen. Wie ist das mit der Sprache? Deutsch oder Englisch, fragt man sich bestimmt oft als Singer-Songwriter. Wenn du schon Singer-Songwriter sagst, weist es aufs Englische hin. Sänger und Liedermacher, kann man ja auch sagen. Ja, gut, ist aber ganz anders. Anders hat einen ganz anderen Ogü. Das ist aber eine andere. Wenn ich jetzt sage, da kommt Liedermacher, bin ich Steinbach.
denke ich mir, jetzt muss ich mir das auf Deutsch anhören, was der für Gebärmutterschmerzen hat oder Darmschmerzen oder IRW. Singer, Songwriter, du singst sehr viel Englisch. Ich glaube, oder hast du mal Deutsch oder singst du ja, auch Deutsch? Also ich habe relativ eine sehr begrenzte Anzahl an Beiträgen, die ich dem deutschen Liedgut irgendwie zuführen kann. Hat aber auch einen sehr, für mich persönlich, einen sehr überlegten Hintergrund. Befinde ich mich hier in Deutschland. Die meisten Konzerte, was immer, sind im deutschsprachigen Raum. Das heißt, ich bin der Meinung, dass man da wirklich ein bisschen vorsichtig auch sein muss, allein schon, weil es die Leute verstehen. Also es wird unglaublich viel Mist auch auf Englisch gesungen, aber die deutsche Sprache als solche, wenn ich ein Lied auf Deutsch singe oder schreibe, dann bin ich der Meinung, dass ich mir da auch, dass da was dahinter stecken muss. Also es muss wirklich irgendwie was Griffiges sein, irgendein Blödsinn einfach sollte hinzuschmeißen. Sollte es in Englisch auch, übrigens auch in Chinesisch. In Englisch ist es so. Das ist jetzt eine Pflicht als Singer-Songwriter. Was ich sage, ist, dass ich vielleicht einen anderen Fokus drauf richte. Das tue ich auf Englisch auch. Da ist aber auch der Punkt, dass die Sprache von der Modulation her und von den Möglichkeiten, es sind sehr, sehr viele doppel- oder sogar dreideutige Worte, die ich im Englischen habe, mit denen ich ganz anders spielen kann, mit denen ich eine ganz andere Atmosphäre schaffen kann, vom Sinn her, als ich das auf Deutsch kann. Also wir haben auf Deutsch sehr für fast alles ein prägnantes Wort. Ja, weil wir mehr Wörter haben, weil wir einen weitaus höheren Wortanzahl und zur Verfügung haben. Im Übrigen gibt es ja im Deutschen auch sehr viele nicht bloß Alliterationen, sondern auch Deutungsmöglichkeiten von verschiedenen Wörtern in verschiedenen Zusammenhängen. Gibt es auch, ich will nicht damit sagen, dass irgendwas, ich präferiere gar nichts, ein gutes Lied ist ein gutes Lied. Wenn du jetzt an dein Klavier gehst, was hören wir als erstes? Wir werden als erstes hören einen englischen Song. Ein englisches Lied, was? I Feel Fine Today. Das kann ich mir jetzt gut vorstellen, du sitzt zu Hause am Klavier oder im Studio. Wie ist das entstanden? Klavier, Text zuerst? Das war eine von diesen leider relativ seltenen Schnellentwicklungen. Also du hast ja Songs, da schnipselst du ein Jahr dran rum, weil dir die Hookline nicht einfällt. Das ist einer von denen, die, ich weiß es nicht genau, lass es eine Stunde sein, so wo es halt gelaufen ist. Und der Titel sagt es eigentlich. So Glück, gell? Als Musiker, gegangen. Wenn man dann relativ schnell fertig ist, trägt nichts rum. Es wird ja dann auch alt in einem oft. Es gibt Lieder bestimmt in deinem Kopf oder Herzen, die du hast, aber die nicht fertig werden. Und das ist da fertig geworden. I Feel Fine. Das hören wir uns jetzt an. Schönen guten Abend, wir sind die Capones. Wir sind gleich zu sehen bei Alicante TV. Well, I feel fine today. I feel fine in every way. Something deep inside makes me smile. What you gonna do when you're happy and no one wants to hear you laugh? Oh, don't you care about it and do it for yourself. You say, I feel fine today. I feel fine in every way. Something deep inside us makes me smile. Uh-huh. Something deep inside us makes me smile. I've been on the way to paradise. I threw it all away 'cause I was blind. I'm walking on my own now, but you won't hear me cry. 'Cause I say today's the day.